Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft hier bei FD, dem langweiligsten YouTube-Kanal auf Erden. Ja, und das sage ich aus gutem Grund, weil nach dieser Aufnahme hier ist nämlich das... Was war das für ein Spiel? Spreng- und Abriss-Simulator habe ich ja gespielt und boah, nee... Also ich habe mir geschworen, sowas nie wieder zu spielen. Eine Woche später, Spreng- und Abriss-Simulator, es geht weiter, kommt dann das Video. Nee, aber ich glaube eher nicht. Ich freue mich hier wirklich jetzt, hier weiter aufnehmen zu können. Minecraft macht ja auch super Spaß, aber nein, bitte kein Spreng- und Abriss-Simulator mehr. Ich habe mir heute sehr, sehr viel vorgenommen, nämlich nichts. Das ist auch gut so, denn... Nee, eigentlich ist es nicht gut, aber ja, gut. Was ich mir vorgenommen hatte, war tatsächlich... Also eine Sache habe ich mir wirklich vorgenommen. Das war... Hier haben wir immer noch unser Bett stehen. Hier steht... Also das müssen wir alles mal wegräumen, aber... Lassen wir uns Zeit. Ich wollte eine Schaufel machen... Weil wir haben jetzt ordentlich Eisen gesammelt, auch wenn die Tour ein bisschen ein kleiner Fail war, aber... Naja. Wird's schon wieder Nacht? Nee. Ich dachte gerade. Ich habe nämlich eben gerade erst angefangen, also... So. Die Baum... Hä, wird's wirklich nicht Nacht? Das sieht auf einmal so dunkel aus. Doch, es wird schon wieder Nacht. Also irgendwie haben wir aufgehört, wo es fast Nacht war. Ja gut, dann mache ich jetzt trotzdem mal noch ein paar Sticks und mache jetzt trotzdem auch noch mal so 3-4 Schaufeln. Ach, wenn wir gerade dabei sind, mache ich auch gleich noch mal so ein Eisenschwert. Kann man immer mal gebrauchen. Also es ist jetzt wirklich eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Ich habe jetzt so viel aufgenommen gehabt, dass ich jetzt erstmal mich zurücklehnen konnte. Und dann hatte ich so viel an Outer City rumgespielt. Ich habe ja letztes Mal da gesagt, die Audioqualität müsste besser sein, weil ich habe ja jetzt so viel in Outer City rumgespielt. Ja, und das war genau der Fehler. Ich habe zu viel rumgespielt und dann habe ich es aus Versehen gespeichert. Na, was heißt aus Versehen? Ich dachte eigentlich, die Audio wäre gut, aber irgendwie habe ich sie mir dann nochmal angehört und dann war sie irgendwie kacke und dann habe ich sie nochmal so bearbeitet, dass sie einigermaßen okay war, aber dieser Bass, der da drauf war, da hat das alles so dumpf geklungen. Ich hoffe, das ist jetzt in dieser Aufnahme hier besser, sonst schäme ich mich wirklich, aber war ja schon beim Spreng- und Abriss-Simulator wieder besser. So, dann gehen wir erstmal schlafen. Ich war eben gerade eine halbe Stunde damit beschäftigt, meinen Xbox Gold Code einzulösen, den ich mir vor 2 Tagen, nee, gestern, den ich mir gestern gekauft habe. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert und dann irgendwie jetzt doch, aber es wird nicht angezeigt, aber irgendwie kann ich trotzdem alles machen, was man mit Gold machen kann, also ganz komisch. Also ich kann mir die ganzen Spiele runterladen, die es diesen Monat gibt. Ich bin auch gerade dabei, dieses Wrestling-Spiel runterzuladen, WWE 2K16. Ich bin ja überhaupt kein Wrestling... Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen überraschend. Ich dachte eigentlich, wir wären jetzt tot. Also ich war jetzt wirklich schon sicher. Ach du meine Güte. Bin gerade ein bisschen geschockt. Was wollte ich eigentlich nochmal sagen? Ach ja, ich bin eigentlich überhaupt kein Wrestling-Fan, also finde ich irgendwie doof. Ich weiß nicht, reizt mich überhaupt nicht, das mal zu gucken. Boah, wie mies, echt. Da müssen wir echt verdammt aufpassen, weil wir müssen uns doch noch merken, dass es hier immer noch ein Berg, wo wir drauf bauen. Und wenn wir da ein bisschen was wegmachen, dann ist klar, dass wir hier auch da unten landen. Ne? Ja. Bin jetzt ein bisschen vorsichtig.
Sag mal, nicht schon. Sag mal. Also ich passe aber auch überhaupt nicht auf. Weißt du was? Ich mache hier schon mal zu. Das ist. Kann man sich ja nicht anschauen. Ja, das Wrestling-Spiel wollte ich trotzdem. Das Wrestling-Spiel wollte ich trotzdem mal ausprobieren. Ich kenne mich zwar halt überhaupt nicht damit aus, so wie das alles da ist und wer wer ist und was das jetzt für ein krasser Jump war, keine Ahnung, Angriff, was weiß ich. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Wrestling aus. Ich gucke das einfach überhaupt nicht. Ja. Ob ich das jetzt als Let's Play machen werde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein, kann man aber auch machen. Wenn es irgendwie sowas wie eine Karriere gibt, wo man seinen eigenen Wrestler erstellen kann, dann kann man das ruhig mal machen. Aber ich habe jetzt auch so schon sehr viele Let's Plays geplant. Also, sag mal, ich kann mich echt nur entschuldigen. Ich gehe da einfach durch, als wäre nichts gewesen. Echt. Habe ich eigentlich überhaupt schon gesagt, was ich in dieser Folge jetzt zumindest machen wollte? Ich wollte jetzt hier den Boden erstmal hinmachen. Aber so viel Holz haben wir, glaube ich, gar nicht. Nee, das ist schon bald wieder leer. Ah, ist doof. Da ist schon wieder so eine blöde Falle. Das Spiel hasst mich. Ja, also es gilt immer noch, ich bin mit nur Minecraft ein bisschen unzufrieden hier auf dem Kanal. Es ist doch keine Abwechslung vorhanden und. Ah, guckt mal. Sieh mal einer an. Das habe ich hier ja gerade runtergeladen. Und jetzt ist es fertig runtergeladen. Das werde ich mir nach der Aufnahme vielleicht mal kurz anschauen. Allerdings habe ich jetzt hier mit der neuen Aufnahme sehr, sehr lang gewartet, nämlich weil morgen. Was dann schon in einer Stunde ist, weil wir haben hier 11 gerade, wo ich aufnehme. Da muss ja dann gleich die nächste Folge wieder von Minecraft kommen, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte ja eigentlich keine Unterbrechungen drin haben. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also wenn es gar nicht mehr geht, ist klar, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Und wenn das nicht geht, dann wenigstens irgendwie alle 2 Tage oder so. Aber ich versuche das schon sehr einzuhalten. Ja, morgen Mittag 15 Uhr neue Folge, also beziehungsweise wenn ihr das schaut, ist es dann schon diese Folge, die ich gerade erwähnt habe. An diesem Tag um diese Uhrzeit. So, da ist die erste Schaufel weg. Ja, das gibt wieder einen tollen Spaß hier mit Rendern und Co. Rendern und Co. hört sich an wie eine Sendung. Was? Ich hab nichts gesagt, nee. Oh, der ganze Boden, den haben wir hier vorne schon weggemacht. Das ist super. Oh, ist das ein Hase? Komm, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Oh, wie süß. Ein Hase. Ein Hase. Den will ich jetzt am liebsten hier einsperren. Weißt du was, ich mache jetzt erstmal hier so eine Tür hin, dass der vielleicht nicht wegkommt. Nee, so einen kleinen Hasen hier als Haustier. Ich hoffe, der kann hier nicht drüber springen. Sorry, muss sein. Ich hatte noch nie einen Hase als Haustier hier in Minecraft. Oh Mann, wir müssen bald wieder Holz sammeln gehen. Bei einem Hausbau ist es ja leider so schnell mal weg. Und zack, da ist das Holz weg. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Hier kommt dann die Treppe hin und hier geht's dann mit dem Boden weiter. Und dann ist das hier aber eigentlich nicht richtig. Da muss dann auch dieser Boden sein.
Die Frage, will ich jetzt gleich sofort hier wieder Holz sammeln und weitermachen? Oder, ach, übrigens, mittlerweile sind hier die Bäume gewachsen, die ich gepflanzt habe. Passen ja auch ganz gut dazu, finde ich. Besonders hier bei diesem. Boah, ein bisschen tut er mir ja schon leid. Oh, guck mal, wie er zu mir hochguckt und sagt, ich will hier raus. Ich mach nix, keine Sorge. Ja, ist jetzt die Frage. Oder wir gehen nochmal in eine Höhle. Ich weiß es gar nicht. Weil ich würde gern Redstone sammeln für den Kompass, um dann wiederum wieder eine Karte zu machen, weil eine Karte hier ohne Mods wäre schon super. Also, weil es hier ja keine Mods gibt. Wo man sich hier irgendwie oben rechts in der Ecke eine Karte machen könnte. Minimap. Gibt's ja dafür einen PC so Mods? Ich hab grad überlegt, ob ich da drauf springen soll. Aber dann fliegt das Schaf runter, das wäre irgendwie doof. Das Schaf muss da drauf bleiben, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal ein bisschen Holz. Ja, hier muss auf jeden Fall mal eine Treppe hin. Ich hatte es im Spreng- und Abriss-Simulator Let's Play auch schon erzählt. Ich hatte mir vor kurzem auch ein neues Videoschnittprogramm gekauft, was jetzt langsamer ist als. Also es ist nicht langsamer als mein altes, aber es hat halt irgendwie größere Dateien, weil es umfangreicher ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, und da war ich dann eben in einem, ja, wie sagt man das, in einem Elektroladen, den keiner kennt. Ein medialer Markt in einer Stadt in Rheinland-Pfalz. Okay, ja, da habe ich mir halt dieses Schnittprogramm gekauft. Das ist das Magix Video Deluxe 2016. Hat knapp über 50 € gekostet. Jetzt ist also auch schon fast mein ganzes Geld weg. Ich bin ja noch Schüler und ja, da hat man halt nicht so viel Geld. Ich muss hier gerade mal ein bisschen näher ans Mikrofon rangehen. Ich rutsche hier irgendwie gerade ein bisschen nach hinten. So, ich glaube, so ist besser. Mann, ich habe jedes Mal das Gefühl, ich rutsche immer ganz weit weg vom Mikrofon, wenn ich hier aufnehme. Jetzt hängt mir das Mikrofon hier so vor der Fresse, meine Güte. Wenn es alle Probleme sind, die du hast. Ach so, und ja, die Geschichte dazu, die wollte ich noch erzählen. Ich war dann am Bahnhof, habe auf meinen Bus gewartet, um dann wieder nach Hause zu fahren, um das mal auszuprobieren dann. Und dann spricht mich so ein Jugendlicher an, so in meinem Alter, also auch so 16 ungefähr, und sagt so, ist das ein Videoschnittprogramm? Und dann sage ich so, ja, und war ein bisschen überrascht, dass er mich jetzt deswegen einfach angesprochen hat. Und dann hat er gesagt, was willst du nur damit machen? Habe ich gedacht, was will der denn jetzt von mir? Und war irgendwie so ein bisschen nervös, weil ich komme mit so Situationen irgendwie überhaupt nicht klar, dass dann einfach jemand mich wegen sowas anspricht. Da bin ich auch, wenn mich irgendwie alte Leute ansprechen und irgendwie sagen, na kleiner. Also nee, sagen mittlerweile nicht mehr na kleiner, es war früher mal. Was sagen die denn mittlerweile so? Junger Mann, können Sie mir mal helfen? Ich habe hier eine Einkaufstüte. Da bin ich auch immer irgendwie total überrascht und das ist irgendwie so spontan und keine Ahnung. Ich bin irgendwie so ein Gewohnheitsmensch, der bin irgendwie überhaupt nicht so spontan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wär's gern, aber ja, dann war ich irgendwie sehr überrascht, dass der mich da so angesprochen hatte und dann hat er gesagt, drehst du Pornos? Also, schneidest du damit Pornos? Und dann wurde ich ganz rot anscheinend und habe gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, du bist ganz schön rot. Und dann habe ich gesagt, ich mein's ja auch ernst.
Und hat er gesagt, kriege ich deine Nummer? Und da habe ich gedacht, sag mal, was wird denn das jetzt hier? Ist es jetzt der neueste Anmachspruch oder was? War der schwul? Ich habe keine Ahnung. Wollt ihr die Pornos haben, die ich angeblich schneide? Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall immer ganz komisch, so dieses Neugierige da von den Leuten. Dann habe ich auch noch Angst gehabt, dass er sich im Bus daneben mich hockt. Das wäre nämlich auch noch der Super-GAU gewesen. Ich bin ja generell eher so ein schüchterner Mensch als riesig aufgeschlossen, der jeden ansprechen würde. Also das auf jeden Fall. Also jetzt das erste von den beiden. Ja, und das hat er dann aber zum Glück nicht gemacht, weil die Fahrt ging eine halbe Stunde mit dem Bus, wäre lustig geworden. Und die Nummer habe ich ihm natürlich nicht gegeben, klar. Aber ganz komisch, echt. So Situationen hatte ich jetzt schon öfter, also es ist schrecklich. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Und in der Zeit, wo wir jetzt hier das hier hinbauen, kann da drüben jetzt schon wieder nachwachsen. Ist das nicht super? Dann müssen wir uns nicht mal von unserem Haus wegbewegen. Wie in echt. Heute ist welcher Tag eigentlich? Heute ist Mittwoch. Vor 3 Tagen ist die Gamescom zu Ende gegangen. Oh, und ich war so neidisch, dass ich da nicht dabei sein konnte, weil was die ganzen Leute da immer geschrieben haben, das habe ich auch bei Twitter geschrieben, was sie immer alles Tolles geschrieben haben, was sie gemacht haben und da das gezeigt und das den interviewt und keine Ahnung. Boah, das hätte ich alles so gerne auch gesehen. Ich war ja noch nie auf der Gamescom oder auf irgendeiner Messe, die so groß ist. Ich war noch nie auf den Video Days. Hab dieses Jahr überlegt, ob ich mir das mal zum Geburtstag so ein Ticket wünschen soll, aber irgendwie auf den Video Days sind jetzt auch nicht so die YouTuber, die ich gern sehen würde. Also mit den Lochis kann ich jetzt nicht viel anfangen. Und dann habe ich geguckt, was? Alter, das ganze Holz ist schon wieder weg. Ich habe gedacht, jetzt haben wir erstmal genug, um wenigstens das hier fertig zu machen. Nein, natürlich nicht. Nein. Warum auch? Na gut, fast haben wir's ja. Ach, das wird auch noch lustig mit der Einrichtung hier, um wie das Wohnzimmer hinzumachen. Hier so ein Esszimmer, also Esstisch und hier so eine Küche und ah, das wird echt. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ah ja, genau, hier kommt ja diese Glaswand hin. Und hier, irgendwie hier so, wollte ich dann so einen Gang nach unten machen. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie eine Treppe nach unten mache. Wahrscheinlich eher nicht, weil ungünstig. Ich wollte eher so eine Leiter nach unten machen, dass das quasi unser Keller wird. Das Problem ist halt, wir müssen immer noch bedenken, dass das ein Berg ist und ich springe jetzt einfach mal runter. Wenn ich jetzt hier runtergehen würde, wären wir jetzt einfach hier. Ja, toll, dann müsste ich das komplette Zeug hier zubauen. Also ich weiß noch nicht, wo ich den Keller hinmachen soll. Weil ich brauche auch ein Lager, auf jeden Fall. Weil später werden wir so viele Sachen angesammelt haben. Das hört sich an wie ein Hund. Ein böser Hund. Ich weiß nicht, warum der böse ist, aber. Super, jetzt bin ich extra nur, um das mal kurz zu zeigen, hier runtergesprungen. Muss den ganzen Weg jetzt hier wieder hochkommen irgendwie. Mann, ich komme gar nicht dazu, die Sachen immer zu Ende zu erzählen. Also, dann habe ich halt geguckt, wann ist es nächstes Jahr und wie passt es mit den Ferien und habe dann gesehen, das ist einfach mitten in der Schulzeit. Wir haben dann erst ein paar Wochen später, nachdem die Gamescom dann um ist, haben wir Ferien? Nee. Hä?
Hä? Ich glaube, ich verwechsel das gerade irgendwie. Bin gerade am Überlegen. Ich glaube, 11. August ist. Sind Ferien. Ach ja, genau, das war so. Da fängt dann die Schule schon wieder an, wenn die Gamescom ist. Also wenn die Gamescom 2017 ist, dann fängt bei uns dann wieder die Schule an. Ja. Ist super. Also wird dann wohl auch nichts das Jahr nichts. Schade. Aber mal gucken. Ja. Gell, mal gucken. Ja, ich warte jetzt hier gerade einfach nur, bis hier wieder was wächst. Wenn hier denn mal was wächst. Brauche ich den jetzt einfach ab. Und bauen wieder hin. Wir könnten theoretisch auch mal Sand holen, weil Holz, nee. Glas. Bah, ist schrecklich. Glas brauchen wir auf jeden Fall auch fürs Haus. Können wir eigentlich gerade mal gucken gehen. Während die jetzt hier wachsen, wäre eigentlich ganz schlau, jetzt mal nach Sand zu gucken. Da hinten ist ein Hund. Aber ich trau den hier irgendwie nicht, weil die haben ja so böse geklungen. Okay, die sind lieb. Allerdings trau ich dem hier irgendwie auch nicht. Weil hier watscheln ja immer diese Hexen rum. Gut, hier sieht man den Sand eh nicht, da kann man auch abbauen. So, 23. Ja, wir müssen eigentlich schon einiges sammeln. Ich will halt jetzt irgendwie nicht hier alles komplett wegmachen. Und am Ende brauchen wir es gar nicht, aber eigentlich brauchen wir es immer. Folge 10 ist das jetzt, glaube ich. Hab gerade überlegt. Schon 10 Folgen. 10 Tage Minecraft. Nee. Doch 10 Tage Minecraft mit 2 Tagen Unterbrechung. Wegen dem blöden Videoschnittprogramm. Ist das überhaupt Sand oder haben wir jetzt aus Versehen Lehm abgebaut? Nee, das ist Sand. Weil Lehm sieht ja unter Wasser auch so ein bisschen ähnlich aus. Oh. Habe ich gar nicht gesehen. Was mache ich hier eigentlich? Will jetzt hier nicht diese schöne Natur zerstören. Geht gar nicht. Reicht doch erstmal. Oh, es wird eh Nacht, dann können wir gleich wieder nach Hause gehen und dann schlafen. Das sieht auch cool aus hier. Könnte man theoretisch auch mal irgendwas hinmachen. Also was man hier hinmachen kann, keine Ahnung, aber sieht auf jeden Fall cool aus. So, wir kommen jetzt hier wieder hoch. Fragezeichen. Ah, das ist doof. Ja, kommen wir hier überhaupt weiter? Sieht ein bisschen schlecht aus. Mach ich dich hier mal kurz platt.
So, schaffen wir es nach Hause hier ohne platt gemacht zu werden? Ich denke schon, weil so schwer sind die Monster hier ja jetzt auch wieder nicht. Ist eh keiner hier, dann zack. So. Dann schauen wir mal, ist da wieder was nachgewachsen? Ich habe hier, wann habe ich denn den abgebaut? War das der da vorne? Vierundzwanzig könnte sogar schon reichen hier. Aber natürlich nicht für die ganze Wohnung, ist klar. Ich glaube, das wird nichts. Nee, da brauchen wir noch drei Stück. Drei Stück und dann hier noch die Treppen. Das wird dann auch wieder ein bisschen mehr. Und dann müssen wir hier noch rein. Nee, obwohl hier könnten wir auch einen anderen Boden reinmachen, weil da kommt ja das Bad rein. Und dann hier wieder. Und ja, super. Super. Kohle haben wir gesammelt. Kohle benutzen wir. Das ist super, hier sind wir gleich die ganzen Bäume nachgewachsen. Dann würde ich sagen, holzen wir die mal wieder ab. Ja, ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen langweilig, aber ich brauche halt diese Ressourcen, dieses Holz halt. Ist natürlich jetzt nicht so spannend, aber ja. Ich wollte das jetzt hier in der Folge oder... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die nächste ist. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das wieder schneide. Autsch. Naja, wollte ich auf jeden Fall hier in dieser Aufnahmesession, kann ich ja sagen. Wobei es ja schon wieder keine Aufnahmesession ist. Ich nehme jetzt wieder nicht 5 Stunden auf. Das geht auch, glaube ich, gar nicht.